Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls für die Nintendo Switch. Ja, wir befinden uns in einer Kristallhöhle und sind letztes Mal kläglich gescheitert. Diesmal habe ich mir ein paar mehr Flakons mitgenommen und ja, wir gucken uns jetzt mal an. Richtig schwierig waren die Gegner auf jeden Fall. Fand ich zumindest, oder ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich sie am besten platt mache. Das versuchen wir jetzt aber. Es waren auf jeden Fall sehr viele, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Die sind nämlich gespickt mit diesen Viechern hier. Man sieht, da hinten sind richtig viele. Gucken wir mal, ob wir die auch pullen können. Dann würde ich mich einmal hier hinziehen. Da kommt schon einer. Ärgerlich. Oh. Okay. Ist einer weg hier? Denn unsere Sachen liegen da nämlich noch. Und die würde ich ganz gerne nochmal einsammeln. Und dann killen wir die. Versuchen wir zumindest zu killen. Klappen wird, weiß ich noch nicht. Ja. Wie man die am besten tötet, ist mir auch noch nicht. Ist mir leider nicht eingefallen. Da sind es zwei. Okay. Das war's schon. Ne, wir haben noch ein bisschen Leben. Mal rüber. Und nochmal einen voll machen. Okay, das war zu blöd. Von mir jetzt. Oh. Okay, das war's wohl. Okay, hier kriegen sie mich gerade nicht in der Ecke. Dann heilen wir uns mal kurz. Wie viel Schaden mache ich nicht? Geht gar keinen. Deswegen. Oh, sollen wir einmal heilen? Da passiert mit uns? Wieso haben wir denn so... Der Statusanzeige ist richtig runter. Warum ist sie so runter? Ja, okay. Okay, einer ist weg. Dreh um. Oh. Blödes Viech. So, was haben wir denn hier? Funkeltitanit. Was gibt der hier her? War nichts. Eieiei. Da oben, ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Na gut. Okay, die sind wirklich gar nicht so leicht, aber ich pull mir die jetzt ran hier. Wir holen uns jetzt noch einen. Ich glaube, zu zweit sind die wirklich sehr schwer. Versuchen den mal alleine zu killen. Okay. Ja. Oh, die hauen ganz gut rein, muss ich leider sagen.
Die kleinen Austern. So, holen wir das denn hier vorne noch? Hier? Nee. Guck mal, es sind noch zwei. Den habe ich gar nicht gesehen. Dann holen wir uns doch erstmal den daran. Fuck. Sind aber auch viele von den Dingern hier. Schön sind die nicht. Schön sind die nicht, muss ich sagen. Aber die sind eigentlich so ein bisschen wie die. Wie die. Riesen. Also diese Eisgolems. Nicht besonders schnell. Aber gefährlich. Okay. Machen wir sie auch noch an da. Oh, mein Gott, das ist aber auch. Da ist man auch gut zugange, ne? So. Ah, ein Gegenstand. Ein Läuterungsstein. Gut. Ein Läuterungsstein. Was ist? Reduziert Fluchsteiger und hebt Flüche auf. Ah, okay. Ach, perfekt. Den können wir gut gebrauchen, wenn wir nochmal zum runter in die zu den Geistern sollen. Falls wir da verflucht werden sollten. Beziehungsweise verflucht werden unten bei diesen Fröschen. Da war das, glaube ich, ne? Oh. Richtig zu stellen. Oh, ich glaube, es geht nur da runter. Hier gibt es nichts anderes. Ist es sehr hell? Verdammt hell, das tut richtig in den Augen weh. Und wo sollen wir jetzt hin, ist die Frage. Okay, Zwischensequenz. Okay. Das ist jetzt schon der Boss? Das ist natürlich scheiße. Ja, das ist es tatsächlich. Okay. Hinlaufen? Weiß nicht, das Ding leuchtet so. Ich renne da jetzt hin. Okay. Ach Mist. Ich weiß nicht, wie ich ihn angreifen soll. Ich komme irgendwie gar nicht richtig ran. Versuchen es trotzdem nochmal von einer Seite.
Leuchtet er schon wieder so sehr? Was soll er machen? Okay. Ich sehe leider nichts. Okay, ihr seid gestorben. Jetzt bin ich verflucht und gestorben. Ja, das war auch echt dumm von mir, das zu machen. Direkt so reinzurennen. Aber irgendwie muss man den ja so umgarnen. Beziehungsweise so umbringen. Mal gucken. Befreie dich mit Hilfe eines Heils- und Erläuterungssteins. Ja, gut, dass wir einen Erläuterungsstein haben. Okay, warte, zack. Den werden wir gleich benutzen hier. Wäre auch sehr ärgerlich, wenn wir jetzt hier. Können wir gleich mal heilen. Wenn wir jetzt nur deswegen jetzt auch noch gleich schon drauf gehen. So, jetzt müssen wir nochmal den ganzen Weg dahin laufen. Wir müssen gleich mal gucken, ob es noch irgendwo ein Leuchtfeuer gibt da in der Nähe von dem, weil ich finde, das ist schon ganz schön der Weg dahin. Mal gleich mal. Gibt's bestimmt. So. Wir scheißen auf die Golems wieder hier. Die nerven sowieso nur. So. Es muss ja doch irgendwo noch ein Leuchtfeuer geben, das wir entzünden können. Bin mir nicht so hundertprozentig sicher, aber fast zu 50%, dass es irgendwo eins gibt noch. Gucken gleich nochmal. Das nervt, was ich jetzt schon wieder im Kopf habe, ist die ganze Zeit diese blöden Austern zu töten. Das nervt schon sehr dermaßen. Aber naja. Müssen wir wohl durch. Aber man kann ihn ganz gut Leben wegmachen. Ich müsste nur natürlich mich natürlich wieder schneller von ihm wegverziehen, was ich nicht gemacht habe. Okay, ich glaube, hier muss gar kein Leuchtfeuer sein. So weit ist der Weg nun wirklich nicht eigentlich. Aber naja, trotzdem wäre es schön gewesen. Ja, die ganzen Viecher wieder. Ja. So, machen wir erst den klar. Nein, machen wir erst die beiden klar. Ach, Mann, das gibt's doch gar nicht, oder? Nee, nur der eine. Gut. So.
vielleicht ein Läuterungsstein für mich. Also einen kann ich gut nochmal gebrauchen, falls wir verlucht werden. Deswegen müssen wir die, glaube ich, ganz gut killen hier. So, da oben ist auch noch eine Krabbe, die holen wir uns auch schnell. Wir uns lieber den hier vorne holen. Na, da kommt schon eine. Okay. Gut, gut, gut. Ah, ich sehe nichts. Titanit. So, nicht gierig sein. Das ist echt so, man will irgendwie immer gern viel mehr haben, aber. So. Schön, dass sie mir den Mund aufmachen alle, ne? Ah, immer wie beim Doktor. Aber wir können mal hier hinten nochmal gucken. Bin mir nicht sicher, hier war natürlich nichts irgendwie. Aber. Können wir hier irgendwo noch hinkommen? Nee. Hm. Schad, schad. Beide an den Hacken. Blödes. Okay. Okay. Oh nein. Ah, zwei sind echt scheiße. Mann. So. Ah. Oh, kein Läuterungsstein drin. Also wir können locker wieder verflucht werden, was echt wirklich sehr, sehr ätzend wäre. Na gut. Heilen wir uns erstmal. Gut. Hier, Geheimgang. Okay, jetzt können wir noch so da reinkommen. Na gut. Weil der Boss wahrscheinlich schon da auf uns wartet. So, guck mal, wofür das Ding da hinten ist überhaupt.
Shit. Was hängt denn? Und jetzt mal kurz hinten hin. Ja, von ihm weg. Okay, jetzt können wir aber mal hin zu ihm, oder? Mein Gott. Okay. Dann wollen wir mal da längs laufen, bitte. Wieder hinten die Ecke. Mehr Platz wieder nach hinten raus. Hoffe ich zumindest. Na Mist. Ich dachte, ich könnte mal hinter ihn kommen, aber irgendwie geht das gar nicht. Das schon, das glaube ich nicht, oder? Doch, das war's. Okay. Gut. Menschlichkeit. Nehmen wir mit. Da steht ein Schwert drin. Ein Leuchtfeuer entzünden. Das Leuchtfeuer wurde entzündet. Hey, 60.000 Seelen bekommen. Das ist doch mal nett. Was haben wir denn da überhaupt zerstört? Ich weiß es nicht. Komm hier durch? Komm hier durch? So. Können wir mal gucken. Ein bisschen aufsteigen können wir auf jeden Fall. Oh ja, zweimal sogar. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall, machen wir die Stärke wieder. Die Beweglichkeit oder die Stärke. Oder sollen wir die Kondition machen wir mal ein bisschen hoch. Die wollte ich eh ein bisschen höher haben. Die machen wir und die Beweglichkeit. So. Waffen verstärken. Können wir das eigentlich? Ich weiß das gar nicht. Also mein Wappenschild auf jeden Fall. Funkeltitanite haben wir genug von. Gucken wir gleich mal, ob wir es machen. Ich will einmal gucken, ob ich auch was mit meinem Schwert machen kann. Nein. Dämonentitan. Ja, mir fehlen noch zwei von diesen Dämonentitaniten. Aber... wo ist denn das jetzt? Da. Ach, unser Wappenschild machen wir lieber besser. Bäm. Bäm. Und nochmal. Bäm. So. Schön hoch. Rüstung. Weil wir noch genug dafür haben. Nee. So, hier. Für die Kapuze können wir noch was machen. Ein grauer Brocken. Zwei graue Brocken. So. Ausrüstung reparieren. Kohle dafür haben wir noch. Okay. Jetzt die Frage, ob wir hier einfach uns teleportieren können. Yes. So, ist die Frage, wo wir jetzt hinwollen. Kann man der Prinzessin Anor Londo waren schon viele. So. Wir gehen jetzt erstmal zurück zum Feuerbandschrein. Los geht's. Und zu euch sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.